Mein Name ist Christian Vorländer und ich kämpfe für die Glaubwürdigkeit meiner Mandantin. Denn es steht Aussage gegen Aussage. Ja, ich habe ihn zweimal geküsst. Aber ich wollte nicht mit ihm schlafen. Sie wollte es genauso wie ich, Mann. Sie hat gesagt, sie mag es auf die harte Tour. Sie lügen mich die ganze Zeit an und enthalten mir wichtige Dinge vor. Wie soll ich Sie da vernünftig anwaltlich vertreten? Er hat einfach meine ganze Familie kaputt gemacht. Aber ich werde nicht zulassen, dass Sie damit durchkommen. Ja. Hi. Was machst du denn hier? Hau ab, bitte. Nein! Christian, Mann, nein, hau ab. Ja, er passt mich nicht an. Und Süße, was machst du Schönes am Wochenende? Jojo holt mich gleich ab, weil wir einen kleinen Ausflug machen wollten. Ah, einen kleinen Ausflug also mit Jojo? Ist denn dieser Jojo auch gut genug für meine kleine Tochter? Hm? Ja, Dad, ist er. Er ist einfach toll und nett und lieb. Ich habe einfach total die Schmetterlinge im Bauch. Aber das versteht ihr zwei sicher nicht. Ah, das glaubst aber nur du. Deiner Mutter ging es mir damals genauso. Ach. Hm? Und jetzt hast du keine Schmetterlinge mehr im Bauch, oder was? Doch, jeden Tag. Ja. Boah, kommt schon nicht beim Frühstück. Jojo hat eigentlich 10 gesagt, aber egal, aber später. Nimm eine Jacke mit. Tschüss. Also, wie war das? Jeden Tag? Jeden Tag. Schatz, ist was? Kriminalpolizei, Hauptkommissar Schröder. Sie sind Christian Weber? Ja. Gut, dann begleiten Sie uns bitte auf die Dienststelle. Wieso, was denn los? Ist was passiert? Das würde ich Ihnen gerne später erklären. Nee, jetzt, worum geht's denn? Also gut, gegen Sie liegt eine Anzeige wegen Vergewaltigung vor. Und jetzt bitte. Jetzt sagen Sie mir erstmal, was das alles hier soll. Ich habe doch niemanden vergewaltigt. Herr Weber, kennen Sie eine Frau Kaul? Anja, klar. Ist die Frau meines Bruders. Das heißt, okay, sie war die Frau meines Bruders. Jan ist vor 4 Monaten gestorben. Hat sie mir etwa angezeigt, oder was? Frau Kaul behauptet, dass Sie gestern Abend bei ihr waren. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie hat mich darum gebeten. Ich dachte gleich, dass es nicht so eine gute Idee ist, wenn ich zu ihr fahre nach der Sache letzte Woche. Was für eine Sache? Wir waren alle total fertig wegen Jans Tod und da haben Anja und ich uns öfter getroffen. Und uns ein bisschen im Arm gehalten, ein bisschen getröstet, aber da ist nie was passiert. Aber ja, letzte Woche sind wir uns halt näher gekommen und da hat Anja mich geküsst. Ja, dann haben Sie den Kuss erwidert, ja? Ja. Wir haben beide gleich gemerkt, dass es ein Fehler war und haben beschlossen, ein bisschen mehr Abstand zueinander zu halten. Aber ja, gestern hat sie mich halt verheult angerufen. Und Sie sind zu ihr gefahren, ne? Ja, was soll ich denn machen? Naja, wie es halt so kommen musste, wir haben uns wieder geküsst. Und am Ende, da haben wir auch miteinander geschlafen. Gut, ich gebe ja zu, dass es ein Fehler war. Ich bin ja auch glücklich verheiratet. Aber ich habe sie nicht vergewaltigt. Sie wollte es genauso wie ich. Herr Weber, die ärztliche Untersuchung sagte was ganz anderes. Frau Kaul hat Abschürfungen und Kratzer im Vaginalbereich. Und hinzu kommen blaue Flecken und Druckmale an Armen und Schultern. Also für mich sieht das eher aus, als hätte sie sich gewehrt. So ein Quatsch. Sie wollte es genauso wie ich, Mann. Sie hat gesagt, sie mag es auf die harte Tour. Sie behaupten also, dass Frau Kaul sich die ganze Sache nur ausdenkt. Uns anlügt. Ja. Warum sollte sie das machen? Hm? Also ich hatte gleich ein schlechtes Gewissen danach. Wegen meiner Frau. Ja. Wegen Jan natürlich auch. Aber Anja wollte gleich, dass ich meine Familie für sie verlasse. Ist total ausgeflippt, hat rumgebrüllt, ich würde das alles noch bereuen und sowas, ja? Okay, ich dachte erst, sie spinnt nur rum. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Naja. Sie behaupten also, Frau Kaul lügt, um sich an ihn zu rächen wegen ihrer Zurückweisung. Sieht ganz so aus, oder? Ja. Was passiert denn jetzt? Tja, ich gehe zum Staatsanwalt.
Und der entscheidet dann, wie es weitergeht. Entweder wird Haftbefehl gegen sie erlassen oder nicht. Ja, aber Anja lügt doch. Mhm. Eigentlich müsste ich sie anzeigen, ja, wegen Verleumdung oder was? Ja, können Sie gerne machen, ist ihr gutes Recht. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Möchten Sie was trinken? Kaffee, Tee? Gerne einen Kaffee. Einen Kaffee? Mit Milch ohne Zucker. Mache ich. Ich kann es nicht glauben, dass Christian überall erzählt, dass ich die Geschichte nur erfunden hätte. Er zeigt mich wirklich an, wegen falschem Verdacht. Falsche Verdächtigung, ja. Und ich muss jetzt wieder zur Polizei. Das heißt, Sie glauben mir nicht? Nein. Ich denke mal, das ist nur eine Routinebefragung. Aber ich habe denen doch schon alles gesagt. Ich bin das Opfer. Wird es Ihnen was ausmachen, wenn Sie mir mal erzählen, was zwischen Ihnen und Ihrem Schwager vorgefallen ist? Ja. Mit Milch, ne? Haben Sie gesagt. Gestern war der Hochzeitstag von mir und Jan und ich war total am Ende und dann habe ich Christian gebeten, dass er vorbeikommt, um mich zu trösten. Er war so gut zu mir in den letzten Monaten. Ich habe den Eindruck, er war der Einzige, der wirklich versteht, was ich durchmache. Und gestern Abend? Ja, gestern Abend ist er gekommen, um mich zu trösten. Und ja, und dann habe ich ihn geküsst. Ist zwischen Ihnen und Ihrem Schwager schon mal was passiert? Nein, nie. Ich hätte Jan doch nie betrogen. Na klar, hat mir Christian schon immer gefallen. Ich meine, er sieht meinen Mann ja total ähnlich. Vielleicht habe ich ihn deshalb geküsst gestern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Christian darauf eingegangen und wollte mehr. Aber Sie wollten nicht? Nein. Nein, auf keinen Fall. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Als ob ich Jan untreu wäre oder so. Nein, ich habe Christian angefleht. Ich habe ihm gesagt, aufzuhören. Ich habe mich gewehrt. Aber er hat immer weitergemacht. Und dann hat er mich einfach da liegen lassen. Ich habe nur noch geweint. Ich war total am Ende. Und ich bin dann nach einer Zeit mechanisch aufgestanden und bin gegangen zu duschen. Aber die Kraft, zur Polizei zu gehen, hatte ich erst heute Morgen. Frau Kaul, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, was Ihnen passiert ist. Aber seien Sie versichert, ich stehe an Ihrer Seite. Sowohl bei der Vernehmung heute als auch in dem Prozess. Sie sind nicht allein. Danke, Herr Vorländer. Ich gehe mal kurz ins Bad, ja, dann können wir los. Mhm. Frau Kaul, tut mir wirklich leid. Die Vergewaltigung nimmt sie verständlicherweise sehr mit. Und dann ist der Täter auch noch ihr Schwager, dem sie so vertraut hat und der in den vergangenen Monaten der Trauer ihr Fels in der Brandung war. Wenn ihre Geschichte stimmt, und daran habe ich überhaupt keinen Zweifel, dann ist es wirklich sehr dreist von ihrem Schwager, dem Herrn Weber, dass er sie wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung angezeigt hat. Ich werde seine Vorwürfe entkräften und Frau Kaul bei der Befragung durch die Polizei zur Seite stehen. Der lässt uns doch absichtlich warten, oder? Was ist denn, wenn die Polizei Christian glaubt? Ganz ruhig, Frau Kaul. Kommissar Schröder lässt uns nicht warten. Wir sind einfach zu früh dran. Oh, bin ich zu spät. Herr Vorländer, grüß Sie. Guten Tag. Frau Kaul, nehmen Sie Platz. Schön, dass Sie noch mal kommen konnten. Ist denn der Herr Weber mittlerweile in Untersuchungshaft? Nein. Bisher ist er nur vorläufig festgenommen. Aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass meine Mandantin ihn falsch verdächtigt. Ich weiß nicht. Im Moment bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Wie meinen Sie das? Frau Kaul, Ihr Schwager hat behauptet, dass der Sex mit Ihnen einvernehmlich war. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das ist doch kein Wunder, dass er das jetzt behauptet, aber meine Mandantin hat überhaupt keinen Grund, die Vergewaltigung zu erfinden. Er hat gesagt, dass Sie nach dem Sex von ihm verlangt haben, dass er seine Frau verlässt. Und als er das abgelehnt hat, haben Sie ihm gedroht. Stimmt das? Nein, das ist erfunden. Das stimmt überhaupt nicht. Wirklich nicht? Nein. Herr Kommissar, meine Mandantin ist hier das Opfer. Und wenn Ihre Mandantin nichts falsch gemacht hat, dann kann sie auch die Wahrheit sagen. Das tue ich doch auch, wirklich.
Ich habe Christian nicht gedroht und mit ihm schlafen wollte ich auch nicht. Bitte setzen Sie sich mal. Frau Kaul, kann es sein, dass in den letzten Wochen zwischen Ihnen und Ihrem Schwager irgendwas vorgefallen ist? Irgendwelche Form von Intimitäten? Nein, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ihr Schwager behauptet, dass Sie sich vor einer Woche geküsst haben und Sie sich dann 7 Tage nicht gemeldet haben. Stimmt das? Warum haben Sie mich angelogen, Mensch? Ich hatte einfach Angst, dass mir niemand mehr glaubt. Ja, ich habe Christian 2 Mal geküsst. Aber ich wollte nicht mit ihm schlafen. Mein Schwager hat mich vergewaltigt, wirklich, das stimmt. Hören Sie, das tut mir leid, dass ich Ihnen nicht gesagt habe, dass ich Christian schon mal geküsst hatte. Das war nicht sehr klug von mir, oder? Das kann ich leider nicht bestreiten. Ich weiß nicht. Ich hatte Christian immer so gerne und dann tut gerade er mir sowas an. Ja, ich habe ihn 2 Mal geküsst, aber ich wollte nicht mit ihm schlafen, wirklich. Ich verstehe Sie, aber in einem Fall wie diesem ist es ganz entscheidend, dass man seine Glaubwürdigkeit nicht verliert. Nachdem Sie gelogen und den Kuss verschwiegen haben, kann es gut sein, dass die Polizei Zweifel an Ihrer Aussage hegt. Sie spielen doch Ihrem Schwager nur in die Hände. Zumal ja auch der Vorwurf der falschen Verdächtigung im Raum steht. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Das hat zunächst mal gar nichts zu bedeuten. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten und hoffen, dass die Polizei eher Ihnen als Ihrem Schwager glaubt. Aber Christian kommt doch ins Gefängnis, oder? Also das kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber er hat mich vergewaltigt. Bitte, ganz ruhig, Frau Kaul. Ich glaube Ihnen ja. Und Ihr Schwager, der wird seine gerechte Strafe bekommen. Am besten, ich fahre Sie jetzt erstmal nach Hause. Hm? Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach, ja? In Fällen wie diesen, wo Aussage gegen Aussage steht, ist die Glaubwürdigkeit der Beteiligten absolut entscheidend. Die Polizei wird überprüfen müssen, hat Herr Weber seine Schwägerin vergewaltigt oder belastet sie ihn zu Unrecht? Ich fürchte, Frau Kaul hat sich keinen Gefallen damit getan, dass sie gelogen hat. Denn damit hat ihr Schwager mit seiner Anzeige wegen falscher Verdächtigung momentan natürlich die viel besseren Chancen. Nein, ich hab dir nichts zu sagen. Hau ab, bitte. Nein! Anja, komm, ganz ruhig. Lass uns einfach mal reden. Nein, ich hab dir nichts zu sagen. Bitte. Nein, hör auf. Anja, er passt mich nicht an. Nein, bitte geh weg. Anja, komm. Nein, Anja. Verschwinde. Nein. Anja. Nein, du machst lass uns reden, an. Mann. Anja, lass uns reden. Ich hab dir nichts zu sagen. Anja. Hallo, Frau Kaul. Er ist hier in meiner Wohnung. Er will es nochmal machen. Wer ist bei Ihnen? Herr Weber? Ja, ich habe Angst. Ich habe mich ins Schlafzimmer eingesperrt. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin ohnehin in der Nähe. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Ihnen, ja? Danke. Bitte beeilen Sie sich. Anja. Hau ab. Jetzt komm doch mal da raus. Anja, bitte! Hör auf damit! Herr Weber? Wer sind Sie denn? Was machen Sie an Foto? Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin Frau Kauls Anwalt. Und dieses Foto hier auf dem Handy soll der Polizei beweisen, dass Sie unbefugt in die Wohnung meiner Mandantin eingedrungen sind und Sie bedroht haben. Was denn für ein Anwalt? Ich brauche keinen Anwalt. Und ich habe Sie auch nicht bedroht. Ach, und warum versteckt sie sich dann da? Frau Kaul, sind Sie in Ordnung? Ja, aber er soll weggehen. Sie haben es gehört. Oder soll ich die Polizei rufen? Ja. Frau Kaul, Sie können rauskommen. Ist er weg? Ja. Ich kann es nicht glauben, dass die Polizei ihn hat laufen lassen.
Als ich erfahren habe, dass er wieder auf freiem Fuß ist, habe ich sofort versucht, sie anzurufen, aber ich konnte sie auf dem Handy nicht erreichen. Eine Vorwarnung wäre echt nicht schlecht gewesen. Hat er Ihnen was getan? Nein. Aber was ist denn, wenn er wieder hier auftaucht? Ich kann mich doch nicht immer einschließen. Ich kann versuchen, den Herrn Weber in seine Schranken zu weisen. Und Sie können später auch ein Näherungs- und Kontaktverbot gegen ihn erwirken. Wirklich? Auch das wäre so schön. Oh, vielen Dank, Herr Vorländer, wirklich. Und dass Sie mich gerade gerettet haben. Geht's Ihnen wirklich gut? Sie schauen wirklich blass aus. Ja, nein, ach, ich habe nicht so viel geschlafen. Haben Sie denn schon mal überlegt, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Aber ich bin noch nicht verrückt. Natürlich nicht, aber glauben Sie wirklich, dass Sie das, was Ihnen passiert ist, wirklich alleine verarbeiten können? Papa, da bist du ja endlich. Ja? Ja, endlich. Wo warst du? Die Polizei hat am Telefon gesagt, dass du schon vor über einer Stunde bei denen weg bist. Schatz, lässt du uns einen Moment alleine? Ja. Ich war kurz bei Anja. Ich wollte mit ihr reden. Ach so, mit ihr reden. Ja klar, das ist ja auch viel wichtiger, als erstes zu deiner Familie nach Hause zu kommen. Ach, Doreen. Schlimm genug, dass du mich mit diesem Miststück betrogen hast, aber dann fährst du noch als erstes zu ihr? Ja, ich hab dich vielleicht mit ihr betrogen, aber heißt das, dass du nicht glaubst, dass ich sie vergewaltigt habe? Du bist vielleicht vieles, aber ein Vergewaltiger bist du nicht. Trotzdem hast du mit einer anderen geschlafen. Nach 17 Jahren tust du mir sowas an? Ja, Doreen, es tut mir auch leid. Ach, Blödsinn. Glaubst du, ich hab nicht gemerkt, wie du Anja hinterhergeschaut hast? Du standst schon immer auf sie. Und ich hab's geahnt, als ihr euch in letzter Zeit immer allein getroffen habt. Ach, Doreen, so war das nicht. Ich wollte Anja einfach nur trösten. Dann haben wir uns halt geküsst. Und dann hat sie mich auch irgendwie verführt. Aber es tut mir auch wirklich leid. Ja, und wieso erfindet sie jetzt solche Lügen? Sie wollte, dass ich sie für euch verlasse. Das kam für mich gar nicht in Frage, ist doch klar. Und dann ist sie völlig ausgerastet. Ich könnte euch nie verlassen, ich... Vielleicht wäre es trotzdem das Beste, wenn du fürs erste Mal eine Weile ausziehst. Nein, Mama. Doreen, bitte. Ich will nicht, dass ihr euch trennt. Jasmin, komm zurück. Wo willst du denn jetzt hin? Zu Jojo. Doreen, ich will dich wegen so einem dummen Fehler nicht verlieren. Okay, dann bleib. Aber du schläfst auf der Couch. Hey. Hey, Süße. Was ist los? Es ist wieder wegen meinem Dad. Aber du hast doch vorhin am Telefon gesagt, dass die Bullen ihn laufen gelassen haben. Ja, schon, aber meine Mom will ihn den Seitensprung nicht bezahlen. Sie hat gesagt, dass er ausziehen soll. Ich will nicht, dass sie sich trennen. Jetzt, Con, pass mal auf. Du hast mir selber doch gesagt, wie nah sich deine Leute stehen. Die werden sich jetzt nicht einfach so trennen. Von wegen einfach so. Ich an diesem Ganzen ist ja nur Tante Anja schuld. Diese Schlampe hat sich meinen Dad rangemacht. Und jetzt lügt sie auch noch und behauptet, dass er sie vergewaltigt hätte. Boah, Alter. Ey, dieses fiese Miststück. Ich werde es sicher nicht zulassen, dass sich damit meine Familie kaputt macht. Ja, aber was willst du jetzt machen? Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich rate Ihnen dringend, sich zukünftig von meiner Mandantin fernzuhalten. Sie können froh sein, dass sie sie nicht wegen Hausfriedensbruch angezeigt hat. Und wenn Sie sie künftig nicht in Ruhe lassen, dann werden wir außerdem ein Kontakt- und Näherungsverbot beantragen. Ach ja, die sollen mich mal lieber in Ruhe lassen. Wie meinen Sie das? Ja, wer soll das denn sonst gewesen sein hier? Sie denken,
Natürlich war das Anja. Ich war 3 Minuten drüben am Kiosk, komm zurück und schon ist die Scheibe vollgeschmiert. Was soll denn sowas? Und wie kommen Sie darauf, dass das Frau Kaul gewesen ist? Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Da wusste doch niemand von. Ich glaube trotzdem nicht, dass meine Mandantin sowas machen würde. Ihre tolle Mandantin hat vor einer Stunde bei mir in der Firma angerufen und hat diese Vergewaltigungslüge rumerzählt, ja? Die steht denn jetzt da? Macht doch meinen ganzen Job kaputt. Und? Lügt sie? Oder sagt sie einfach die Wahrheit? Glauben Sie doch, was Sie wollen, ja? Ist mir scheißegal. Ich habe niemanden vergewaltigt. Sich zukünftig von Frau Kaul fernhalten? Da können Sie von ausgehen. Jetzt fahre ich nämlich nach Hause. Ich habe es nämlich satt, hier wie ein Vergewaltiger behandelt zu werden. Ich bin nämlich unschuldig. Das sagten Sie. Mein einziges Verbrechen war, dass ich meine Frau betrogen habe. Aber vergewaltigt habe ich niemanden. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Ihre Mandantin mich überall schlecht macht? Bei meiner Familie, bei meinem Chef? Ich sag Ihnen warum. Ja? Weil ich nach dem Sex nämlich keine Beziehung mit ihr wollte. Das ist das Ding. Eine andere Erklärung wäre, dass Sie sie vergewaltigt haben. Ja, habe ich aber nicht. So, jetzt habe ich Feierabend und fahre nach Hause. Glauben Sie, was Sie wollen? Wiedersehen. Spielt Herr Weber nur das arme Opfer? Seine Verzweiflung kam mir aber ziemlich echt vor. Und es stimmt, meine Mandantin tut wirklich alles dafür, sein Leben zu zerstören. Das wäre verständlich, sollte er sie wirklich vergewaltigt haben. Allerdings kann ich ein solches Verhalten trotzdem nicht tolerieren. Denn es hilft meiner Mandantin auch nicht dabei, sich vom Verdacht der falschen Verdächtigung zu befreien. Ich werde mal mit ihr sprechen.